Schönen guten Tag, meine Lieben. Wie geht's euch? Hoffentlich sehr gut. Ahlan und marhaba bikum fi ta'allam al-almaniyya. Lern Deutsch. Mitaudin in ihna nastarid daiman die Lernziele. Unser Lernziele für heute sind Familie. Wir sprechen heute über die Familie. هنتكلم على الفاميليمتجليدر على الأشخاص اللي في العائلة وعلى الفاميليمبتسيهم على العلاقات الأسرية أو العائلية على الكيندر الأطفال. Was haben wir noch? Ja, wir haben heute auch Grammatik. في عندنا هنتكلم النهاردة في الجراماتيك على البروبوزيتيونين. هنتكلم على بروبوزيتيون فور und nach als temporale بروبوزيتيونين حروف جر زمنية. هنتكلم كمان عن لوكالي يعني لوكالي بريبوزيشن هو حرف الجر ان حرف جر ان هنستخدمه النهارده مع المكان. Das sind unser Lernziel für heute. Wir beginnen jetzt mit der Familie. هنبدا دلوقتي بالعائله. هنستعرض مع بعض الاول بعض الصور بعض المسميات للفاميلي ميتجليدر للاشخاص المنتمين للعائله ونرجع ونكمل الحلقه. Die Familie und die Familienmitglieder. هنتكلم على الفاميليا. هناخد بعض المسميات لأعضاء الفاميليا وبعد كده نرجع نشوف المحادثة بتاعتنا. Ja, die Familie. Wer ist das? Wer ist das? Vater. Der Vater. Das ist der Vater. Und wer ist sie? Ja, sie ist Mutter, die Mutter. Vater und Mutter. Vater und Mutter sind die Eltern. Vater und Mutter sind die Eltern. Sehr gut. Und die Kinder, wer ist das? Das ist der Sohn, der Sohn oder der Bruder, der Sohn oder der Bruder. Und wer ist sie? Ja, sie ist die Tochter, die Tochter oder die Schwester, die Tochter oder die Schwester. Sehr gut. Das ist ein Familienbaum. Ja, die Eltern sind Vater und Mutter. Die Kinder sind der Sohn und die Tochter. Und die Geschwister sind der Bruder, die Schwester. Schließe vor, bitte sprecht nach. Die Eltern, Vater und Mutter. Die Kinder, der Sohn, die Tochter. Die Geschwister sind der Bruder, die Schwester. Sehr gut. Machen wir weiter. Das ist die Mutter. Was macht die Mutter? Ja, das ist meine Mutter. Sie kann alles machen. Das ist meine Mutter. Sie kann alles machen. Sie kümmert sich für die Kinder. Sie kocht, sie putzt, ja, sie telefoniert, sie macht alles. Sie kann alles machen. Ja, und wer ist das? Das ist mein Vater. Er liest mir jeden Abend eine Geschichte vor. Er liest mir jeden Abend eine Geschichte vor. Sehr gut. Ja, und wer sind diese Kinder?
Das ist mein kleiner Bruder. Das ist mein kleiner Bruder. Ich bin seine große Schwester. Sehr gut. Das ist mein kleiner Bruder und ich bin seine große Schwester. Ja, das ist meine große Schwester. Ich bin ihr kleiner Bruder. Das ist meine große Schwester. Ich bin ihr kleiner Bruder. Sehr gut. Weiter. Und das sind meine liebevolle Tante und mein lustiger Onkel. Tante und Onkel. Meine liebevolle Tante und mein lustiger Onkel. Ich liebe es, Zeit mit ihnen zu verbringen. Ich liebe es, Zeit mit ihnen zu verbringen. Sehr gut. Wir kennen uns gerade بعض Familienmitglieder بشكل مبسط جدا. دلوقتي هنرجع الحلقة بتاعتنا. هنتكلم كمان على الفاميلينبيتسيونج. فاميلينبيتسيونج يعني wer ist wer, مين يبقى مين. ايه العلاقات دي بنقدر نسميها ازاي؟ هنشوف مع بعض. Zuerst mein Onkel. Wer ist der Onkel? يا ترى ايه البيتسيونج اللي بتربطنا بالأونكل؟ Das ist ein Bruder von meiner Mutter oder von meinem Vater. Der Onkel, der دايما der Bruder vom Vater oder von der Mutter. Sehr gut. Und wer ist meine Tante? Meine Tante, das ist die Schwester von meiner Mutter oder meinem Vater. هي أخت Vater oder Mutter. Okay. Ich habe مثلا zwei Tanten. Okay, sehr gut. يبقى احنا عاوزين دلوقتي في الفقرة ديت نقدر نتعرف على الفاميلينبيتسيونج. الأشخاص دول يقربوا لنا إيه؟ Sehr gut. Wie gesagt, mein Onkel هو البرودر von meiner Mutter oder meinem Vater. Die Tante ist die Schwester von meiner Mutter oder von meinem Vater. Weiter. Mein Schwägerin. Meine Schwägerin. Was ist Schwägerin? Was bedeutet das? Das ist die Frau von meinem Bruder. هي زوجة أخي. Heißt Schwägerin. Meine Schwägerin ist die Frau von meinem Bruder. Sehr gut. Und mein Schwager. Wer ist der Schwager? Der Schwager ist der Mann von meiner Schwester. هو زوج أختي. يبقى die Frau von meinem Bruder heißt Schwägerin. Der Mann von meiner Schwester heißt Schwager. Sehr gut. Machen wir weiter. Mein Neffe. Mein Neffe. Wer ist der Neffe? Das ist der Sohn von meiner Schwester oder meinem Bruder. Ibn al-Akh oder Ibn al-Ukht heißt auf Deutsch Neffe. Mein Neffe, das ist der Sohn von meiner Schwester oder meinem Bruder. Sehr gut. Weiter. Meine Nichte. Meine Nichte, das ist die Tochter von meiner Schwester oder meinem Bruder. يبقى احنا تعرفنا دلوقتي على النفه اللي هو ابن الاخت او الاخ. ابنه الاخت او ابنه الاخ اسمها Nichte. Mein Neffe und meine Nichte. Sehr gut. Weiter. يبقى احنا قدرنا نتعرف على بعض الفاميلينبيتسيونج العلاقات الاسريه. طب ايه رايكم تعالوا دلوقتي نعمل تمرين صغير على ده. Was passt? Setze ein. عاوزين نحط في الجمل اللي هنشوفها دلوقتي Nichte, Schwiegersohn, Schwiegerin, Schwestern, Onkel, Urgroßmutter und Geschwister. نشوف كده مع بعض. Ja. Ich habe einen Bruder und zwei.
Ich habe einen Bruder und zwei. Insgesamt, في المجمل كده, sind wir drei Kinder. احنا ثلاث أطفال. يبقى ich habe einen Bruder und zwei Schwestern. Sehr gut. Weiter. Also die Frau meines Bruders, die Frau meines Bruders, زوجت أخي, kommt auch aus einer großen Familie. هي كمان جاية من عائلة كبيرة. يا ترى؟ Ja, wie gesagt, Schwägerin. Schwägerin هي زوجت الأخ. Weiter. Gestern ist mein Bruder Vater geworden. امبارح أخويا أصبح أب. Meine heißt Mia. Und morgen werde ich sie zum ersten Mal sehen. Ja, gestern mein Bruder Vater geworden. Achuja Asbach ab. Achuja Asbach ab, das heißt Nichte. Ibnat il-Ach, au Ibnat il-Ucht. Ibnat Achi heißt mehr. Und morgen werde ich sie zum ersten Mal sehen. Ubokra Hashofha zum ersten Mal der Marra il-Ula. Sehr gut. Machen wir weiter. Die Mutter meiner Großmutter. Harfin, Großmutter il-Gedda. Die Mutter meiner Großmutter, das ist Urgroßmutter, wäre bald 97 Jahre alt. Also wir haben Mutter, Großmutter und Urgroßmutter. Sehr gut. Weiter. Meine Schwester hat sich von ihrem Mann getrennt. Meine Mutter ist froh, denn sie hat ihren noch nie gemocht. Ja, Schwiegersohn. Schwiegersohn. Morgen besuche ich meinen, also ich meine den Bruder meines Vaters. Bruder meines Vaters. Achu Waldi ist Onkel. Meine Mutter hat keine Geschwister. Sehr gut. Okay. حاولنا ان احنا نبين شويه diese Familienbeziehung, العلاقات الاسريه. نعمل كمان تمرين. Wir machen jetzt noch eine Übung. Ergänze die Sätze mit den Wörtern aus der Liste. Ja, wir haben hier Geschwister, der Sohn, die Eltern, die Tochter, ledig. احنا عارفين ledig, das heißt nicht verheiratet und verheiratet. Okay, weiter. Mein Vater und meine Mutter sind verheiratet, natürlich. Ich bin noch, ja, ledig, sehr gut. Meine Schwester und mein Schwager, Ochti ui Zaugaha, sind die Eltern von meiner Nichte. Sehr gut. Mein Vater, mein Onkel und meine Tante sind. Mein Vater, mein Onkel und meine Tante sind Geschwister. Sehr gut. Mein Neffe und meine zwei Nichten sind auch noch ledig. Sehr gut. Mein Bruder ist von meinen Eltern. Mein Bruder ist der Sohn von meinen Eltern. Meine Nichte ist von meiner Schwester. Ist die Tochter von meiner Schwester. Sehr, sehr gut. يبقى احنا قدرنا نشوف شوية الفاميلينبيتسيونج, العلاقات ما بين أو في الأسرة, ويعني إيه زوجة الأخ وزوجة الابن, يعني إيه ابنة الأخ وابنة الأخت وهكذا. زوج فاميليين ميتجليدا. Wie heißt der Bruder, Vater, Großvater, Onkel, Cousine und so weiter. لما أجي أسأل حد هو والدك اسمه إيه؟ Großvater, جدك, عمك und so weiter. بصيغة السؤال بتبقى wie ist dein Bruder, Vater,
Großvater, Opa, Taban, Onkel, Cousin und Vetter. Wie alt ist er? Ja, mein Bruder, Vater, Großvater, Opa, Onkel, Cousin heißt und er ist. Mein Vater heißt Ahmed, er ist 50 Jahre alt. Ja, mein Bruder heißt Omar, er ist 13 Jahre alt und so weiter. Wie heißt deine Schwester oder deine Mutter, deine Großmutter, Oma, Tante, Cousine? Und wie alt ist sie? Meine Schwester, Mutter, Großmutter oder Oma, Tante, Cousine heißt und sie ist. Meine Schwester heißt Petra, sie ist 23 Jahre alt. Meine Tante heißt Renate und sie ist 40 Jahre alt und so weiter. Mein Großvater lebt nicht mehr. Seit einer Ausinne die Informationen an der Aile bedeutet. Mein Großvater lebt nicht mehr. Er ist vor einem Jahr gestorben. Er ist schon tot. لو انا عاوز اقول ان الشخص مش موجود معانا دلوقتي يبقى انا عندي كذا طريقه ممكن اقول ان mein Großvater lebt nicht mehr ist gestorben oder ist tot. Sehr gut. Weiter. Meine Großeltern haben drei Enkelkinder. ودي كلمه جديده علينا نتعلمها انكل اللي هو الحفيد. Meine Großeltern haben drei Enkel oder drei Enkelkinder. Einen Enkel, Hafid, und zwei Enkelinnen. Ui, Hafidin Muannas. Sehr gut. Hast du Geschwister? Sa'atas al-Had. Hast du Geschwister? Hast du einen Bruder oder eine Schwester? Ich habe drei Geschwister. Munkin uli, ana andi drei Geschwister. Einen Bruder, zwei Schwestern. Sie hat einen Bruder und eine Schwester. Sehr gut. Ich habe keine Geschwister. Das heißt, ich habe keine Geschwister, ich bin Einzelkind. Das heißt, ich bin Einzelkind. Einzelkind, das heißt, Tifl Wahid. Okay. Wir machen jetzt weiter mit den Familienmitgliedern. Wohnst du noch bei deinen Eltern? Wohnst du noch bei deinen Eltern? Ich lebe bei meinem Vater oder bei meiner Mutter. Ich lebe bei meinem Vater oder bei meiner Mutter. Ich wohne noch bei meinen Eltern, aber ich will ausziehen. بيقول أنا ما زلت عايش مع والدي بس أنا محتاج بعد كده إن أنا أكون عايش لوحدي. Ich will ausziehen. Ich wohne nicht mehr, خلاص ما بقيتش قاعد معهم. Ich wohne nicht mehr bei meinen Eltern. Meine Eltern sind geschieden. وgeschieden معناها مطلق. Meine Eltern sind geschieden. Meine Eltern leben getrennt. Getrennt يعني منفصل. Meine Eltern leben getrennt. Und meine Eltern sind geschieden. Oder meine Eltern leben getrennt. Wohnen deine Eltern in der Nähe? In der Nähe. تعبير كنا خدناه قبل كده يعني قريب. هل deine Eltern ساكنين قريب؟ Okay. Wohnen deine Eltern in der Nähe? Wie oft seht ihr euch? Wie oft? كم مرة بتقدر تشوفهم؟ Oder sehen Sie sich? لو أنا بتعامل بالفورمال حضرتك بتقدر تشوفهم إمتى؟ ممكن نقول Meine Eltern wohnen in der Nähe und wir sehen uns oft. هم ساكنين قريبين und wir sehen uns oft. Hast du oder haben Sie Neffen oder Nichten? إحنا لسه متعرفين في حلقة النهاردة على Neffen und Nichten. ابن الأخ أو الأخت وابنة الأخ أو الأخت.
Hast du oder haben Sie Neffen oder Nichten? Meine Schwester hat 2 Kinder. Mein Neffe heißt Report und meine Nichte heißt Anke. Ja, meine Schwester hat 2 Kinder. Ja, eine an die Neffe und an die Nichte. Sehr gut. Meine Schwester ist seit einem Jahr verheiratet. Meine Schwester ist seit einem Jahr verheiratet. Hier متزوجة من سنة وبالتالي mein Schwager. وتعرفنا النهاردة أو في حلقة النهاردة إن Schwager هو زوج الأخت heißt. Mein Bruder ist seit einem Monat verheiratet. Meine Schwägerin heißt زوجة الأخ Schwägerin. Der Bruder von meiner Frau heißt Er ist mein Schwager, der Bruder von meiner Frau. Achu Zogti, das heißt Schwager. Sehr gut. Die Schwester von meinem Mann heißt. Die Schwester von meinem Mann heißt. Leheye Ocht Ilzog. Ismaha Schwägerin. Sehr gut. Weiter. Meine Schwiegereltern leben auch bei uns. Leben auch bei uns. عايشين عندنا. زي ما احنا نقول عايشين معنا. Mein Schwiegervater heißt und meine Schwiegermutter heißt. Sehr gut. يبقى احنا بدأنا لو ملاحظين مع أفراد العائلة وعملنا محادثة صغيرة على ازاي نقدر نوصف الأشخاص مع الضيف بتاعنا. اتكلمنا دلوقتي على الفاميلين بتسيونج العلاقات الأسرية والأشخاص دول إيه الصلة اللي بتربطهم بينا واتكلمنا كمان على الفاميلين ميد جليدر هنتكلم برضو مستمرين في نفس الموضوع فاميلي بس هنتكلم على فاميلين شتاند إيه هي الفاميلين شتاند الحالات الاجتماعية المعروفة بسأل حد في إست إيه فاميلين شتاند في ايست ايه فاميلي ستاند ما هي حالتك الاجتماعيه بس السؤال دوت الناس في الغالب ما بتقولوش لبعض لان ده الفراج ان ديف فالتونج يعني بشكل رسمي قوي في لما بنيجي نملا استمارات ونكون في اماكن عمل واماكن دراسه ده السؤال اللي بيطرح في ايست ايه فاميلي ستاند لكن السؤال اللي ان احنا بنقدر نقوله مع بعض بيستو ليديش او ده بيستو فهيراتت هل انت ليديش noch ledig, ما زلت أعزب oder verheiratet, متزوج. أقدر أقول ich bin single oder ledig, verheiratet, geschieden, verwitwet. أنا أعزب, verheiratet, متزوج, geschieden, مطلق oder verwitwet, أرمل. Weiter. Ich habe keinen Freund oder keine Freundin. أنا ما عنديش صديق أو صديقة. Ich bin single. Ich bin nicht verheiratet. Nicht verheiratet, das heißt, ich bin ledig. Sehr gut. Hast du oder haben Sie einen Freund oder eine Freundin? ساعد بنسأل السؤال ده. Hast du einen Freund? Hast du eine Freundin? Seit wann bist du verheiratet? Min imta bist du verheiratet? Seit wann? Bist du schon lange verheiratet? Hal enta mutazawwij min mudda tawila? Schon lange verheiratet? Wir sind seit einem Jahr zusammen. Ihna seit einem Jahr wir sind zusammen. Sehr gut. Wir sind erst 5 Monate zusammen. بقالنا زي ما نقول كده بالبلدي بقالنا 6 او بقالنا 5 اشهر zusammen. Wir sind schon 3 Jahre zusammen. Ich bin oder wir sind schon 26 Jahre verheiratet. Ich bin 26 Jahre verheiratet. Ich bin oder wir sind erst einen Monat verheiratet. Erst einen Monat. متزوجين بقالنا شهر. Erst einen Monat.
Ich bin oder wir sind seit 4 Jahren verheiratet. Wir haben vor einem Jahr geheiratet. Ich spreche über die Vergangenheit. Ja. Wir haben تزوجنا من einem Jahr. Sehr gut. Wir bleiben auch bei Thema. Wo habt ihr euch kennengelernt? Wo habt ihr euch kennengelernt? نتكلم على Vergangenheit, على الماضي. انتوا تعرفتوا على بعض. Wo? فين? Oder wann hast du ihn oder sie kennengelernt? امتى تعرفتي عليه او تعرفت عليها? Wann hast du ihn oder sie kennengelernt? Wir kennen uns schon 12 Jahre. Wir kennen uns schon. احنا عارفين بعض بقالنا 12 سنة. Wir kennen uns seit. نقدر نقولها بالطريقة دي برضو. نعرف بعض منذ 12 Jahren. Wir haben uns vor 4 Jahren kennengelernt. تعرفنا على بعض من 4 سنين فاتوا. Vor 4 Jahren kennengelernt. Ich habe meinen Mann oder meine Frau vor 17 Jahren in Bern kennengelernt. أنا تعرفت على meinen Mann, زوجي أو meine Frau, زوجتي من 17 سنة vor 17 Jahren. Ja, من 17 سنة vor فاتت in Bern. Ich habe ihn oder sie an der Universität kennengelernt. أنا تعرفت عليها أو عليه an der Uni oder an der Universität في الجامعة. Sehr gut. Weiter. Ich bin verheiratet, aber ich lebe von meinem Mann oder meinen Frau getrennt. Die واحدة من الحالات الموجودة. Ich bin verheiratet, أنا متزوج, بس أنا عايش getrennt, منفصل عن meinem Mann oder meiner Frau. Ich war verheiratet. Ich war, بكلم على الفرجانجنهات. أنا كنت متزوج, aber jetzt bin ich geschieden. ولكني geschieden, مطلق. Meine Frau ist vor einem Jahr gestorben. Ich bin seit einem Jahr Witwe. Sehr gut. Meine Frau ist vor einem Jahr gestorben. توفت من einem Jahr, سنة. وبالتالي ich bin seit einem Jahr, أنا منذ سنة, ich bin verwitwe. أرمل. Sehr gut. Au العكس. Mein Mann ist vor 3 Jahren gestorben. Ich bin seit 3 Jahren Witwe. هي بتقول Mein Mann ist vor 3 Jahren gestorben. توفى من 3 سنين. وبالتالي أنا من 3 سنين Witwe. أرملة. اتكلمنا على الفاميليان ستاند. إزاي نقدر نعبر عن حالتنا الاجتماعية في مختلف أشكالها وأنواعها. مستمرين في تيما فاميلي. بنتكلم على العيلة. هنتكلم دلوقتي على الكيندر. أسأل إزاي عندك أطفال وكم عددهم وكم سنهم؟ أوكي تعالوا نشوف. كيندر. هاستو كيندر؟ فممكن أقول إيش هاب كايني كيندر. أبا إيش فيل مشت شبيتا أين كيند أو زواي كيندر هاب. إجابة بنسمعها كتير. أنا والله دلوقتي مش عندي أولاد, بس أنا يعني عاوز يبقى عندي طفل أو 2. Hast du Kinder? Ich habe keine Kinder. Aber ich will oder möchte später, بعد كده, 1 oder 2 Kinder haben. Wie viele Kinder hast du? لما أنا عارف إنه عنده أطفال, بس أنا مش عارف هو عنده قد إيه. Wie viele Kinder hast du? Willst du noch ein Kind oder noch mehr Kinder haben? هل أنت عاوز يبقى عندك أطفال تاني؟ Willst du noch ein Kind oder mehr Kinder haben? Willst oder möchtest du Kinder haben? Die كلها أسئلة ممكن تطرح. عاوز يبقى عندك أطفال. Ich habe ein Kind oder 2 Kinder. Die إجابة. Ich habe ein Kind oder 2 Kinder. Ich bin alleinerziehend oder alleinerziehender Vater oder allein erziehende Mutter. تعبير allein erziehen تعبير
مختلف شوية، يمكن مش موجود عندنا أو مش بنسمعه كتير، لكن موجود كتير في أوروبا. اللاين إيرثيين هو ال ال الشخص المربي الواحد، ده هايست لما يكون فاتر أو موتر جترينت مثلا، ففي حد هو المسؤول عن الطفل، فليكون فاتر يبقى اسمه اللاين إيرثيين ده فاتر. أوكي، فلتكن متى اللاين إيرثيين ده متى مربي واحد. Warum oder wieso willst du keine Kinder haben? ساعات اسال حد عاوز يبقى عندك اطفال، فاقول له لا والله انا مش عايز، فانا ببقى مستغرب شويه، اقول له ليه؟ ازاي مش عاوز يبقى عندك اطفال؟ Warum oder wieso willst du keine Kinder haben؟ ممكن يكون عنده اسباب خاصه بيه. Ich will oder ich möchte keine Kinder haben. Ich möchte noch oder im Moment keine Kinder haben. أنا مش عاوز لسه مش عاوز يبقى عندي أطفال، أو في اللحظة دي أنا مش مستعد يكون عندي أطفال. ليه؟ Weil ich zuerst arbeiten will. Ich möchte keine Kinder haben, weil ich zuerst arbeiten will. Sehr gut. Weiter. Hast du oder habt ihr oder haben Sie einen Junge, einen Sohn oder ein Mädchen, eine Tochter. ساعات بنسأل بعض انت عندك ابن او ابنه؟ يا اوكي. Wie heißt dein Sohn und wie alt ist er? Wie heißt deine Tochter und wie alt ist sie? Sohn und Tochter, ابن وابنه. Sehr gut. Wie heißen deine Kinder, wie alt sind sie? Wie heißen deine Kinder? أطفالك اسمهم إيه وعمرهم كام سنة؟ Mein oder unser Sohn heißt und Jahre alt. Nun مثلا mein Sohn heißt Ahmed, er ist 10 Jahre alt. Meine Söhne, لو عندي أولاد أكتر، meine Söhne heißen اسمهم وأعمارهم und sind Jahre alt. Meine Tochter heißt und ist Jahre alt. Meine Tochter heißt Jana und sie ist 12 Jahre alt. Meine Töchter, لو انا عندي بنات اكتر او كتير، meine Töchter heißen und sind Jahre alt. Mein Sohn geht noch zur Schule. ابتدي ادي معلومات كمان عن الاطفال. Mein Sohn geht noch zur Schule. بيروح المدرسة. Meine Tochter studiert an der Universität. بنتي بتدرس في الجامعة. In في أي مكان. In Bonn مثلا. Meine Tochter studiert an der Universität. Wann ist dein, ihr Kind geboren? ساعات أسأل Wann ist dein Kind geboren? هو طفلك اتولد إمتى؟ Am 9. Juli 2010 ist unser Kind geboren. يبقى برضو تعلمنا ازاي ندي الانفورماتيون المعلومة عن تاريخ الميلاد. Am 9. Juni 2010 ist unser Kind geboren. Wohnen deine Kinder noch bei dir? هل ما زالوا أولادك عايشين عندك؟ Wohnen deine Kinder noch bei dir? Unsere Kinder wohnen noch bei uns. أطفالنا ما زالوا عايشين معانا. Hast du oder habt ihr oder haben Sie ein Haustier? Haustier هو الحيوان المنزلي، الحيوان الأليف. وده في أوروبا في الغالب بيبقى واحد من ضمن أو حد يعني مكون أساسي من مكونات معظم الأسر. Wir haben auch ein Haustier. Wir haben einen Hund, eine Katze. زي زي جود. كده احنا نبقى اتكلمنا على الفاميلي من كذا وجهة نظر، من وجهة نظر فاميلي نشتاند الحالة الاجتماعية، فاميلي ميد جليدر الأشخاص أعضاء الأسرة، فاميلي بتسيون العلاقات الأسرية، واتكلمنا كمان عن الأطفال. Jetzt lesen wir einen Text. في حد بيتكلم عن عيلته، تعالوا نشوف بيتكلم عن عيلته إزاي. Lies bitte den Text. Meine Familie. Ich habe sehr viele Verwandte. Verwandte اللي هم القرايب زي ما احنا نقول. أنا عندي قرايب كتير. Die ich auch fast
kenne auch fast alle. Meine Familie ist groß, weil meine Eltern beide viele Geschwister haben. بيقول إن هو عيلته groß, لأن كمان والدي عندهم إخوات كتير. Meine Mutter hat vier Schwestern. والدتي عندها vier Schwestern. Sie ist die jüngste, وهي أصغر واحدة فيهم. Die Kinder meiner Tanten sind meine Cousine und Cousins. طبعا. Okay. Sie leben nicht alle in meiner Umgebung. كلهم أو مش كلهم عايشين في نفس الأمجيبهم, البيئة والمحيط بينا. Manche wohnen sehr weit. بعضهم ساكن weit, بعيد. Aber zu Familienfeiern, في الاحتفالات والمناسبات الأسرية, kommen meistens alle angereist. كلهم بيجوا من الأماكن هم فيها. Auch mein Vater hat nicht nur einen Bruder oder eine Schwester. مش بس كمان والدي عنده أخت واحدة ولا أخ واحد, sondern ولكن insgesamt vier Geschwister, عنده أربع إخوات. Mein ältester Onkel ist aber schon gestorben. Mein ältester Onkel, عمي الأكبر, ist schon gestorben. Er ist auch der Einzige, der keine Kinder hatte. هو كمان ما كانش عنده Kinder. Ich habe auch von der Seite meines Vaters viele Cousins. أنا عندي من Seite meines Vaters, من ناحية والدي, viele Cousins, أولاد وبنات عم كتير. Aber meine liebste Cousine ist die Tochter meiner ältesten Tante. أكتر حد أنا بحبه في بنات عمي هي meine älteste Tante أو ابنة عمتي الكبرى. Der Schwester meiner Mutter. Ich mag alle Kinder meiner Onkel und Tanten. Ich habe alle Kinder, Onkel und Tante, ob Söhne oder Töchter. سواء كانوا Söhne, أبناء أو Töchter, بنات. Wir verstehen uns sehr gut, nicht von بعض. Und wenn wir auch sehr unterschiedlich sind. رغم ان احنا unterschiedlich مختلفين, لكن بنقدر نفهم بعض كويس. Meine Onkel und Tante kümmern sich sehr um die anderen in der Familie. الأعمام والعمات بيعتنوا كتير بالناس التانية كلها في العيلة. Auch um mich und meine Geschwister als ihre Nichten und Neffen. كمان بيعتنوا بينا باعتبارنا احنا أولاد إخوتهم. Ich habe eine Schwester und einen Bruder. Ich bin die Mittlere. أنا عندي أخ وأخت وإش بين دي Mittlere. أنا اللي موجودة في النص. أنا البنت اللي في النص. اللي مش الكبيرة قوي ولا الصغيرة. Meine Großeltern sind nicht mehr alle am Leben. Meine Großeltern, اللي هم الأجداد, nicht alle, أو ده nicht mehr alle am Leben. مش كلهم لسه عايشين. Meine Großmutter ist schon 90 Jahre alt, عندها 90 Jahre alt. Ihr Ehemann, also mein Großvater, Ehemann, Ehemann, يعني الزوج, Ehefrau, الزوجة. فهي هنا بتقول إن meine Großmutter, جدتي, عندها 90 Jahre alt, ihr Ehemann, زوجها, اللي هو mein Großvater, ist vor zwei Jahren gestorben, توفى من zwei Jahren. Er war schon 93, كان عنده 93 Jahre alt. Sie haben sehr viele Enkel und Enkelinnen. عندهم Enkel, كان عندهم أحفاد وحفيدات كتير جدا. تكست طويل شوية, بس التكست حبينا نقول إن احنا نقدر نوصف العائلة von der Seite des Vaters, من ناحية الأب, von der Seite der Mutter, من ناحية الأم, ونقدر نقول إن احنا عندنا كوزينة وعندنا نفن وعندنا نشت und so weiter. حلقة النهاردة كانت حلقة دسمة شوية, اتكلمنا فيها كتير قوي, بس اتكلمنا فيها عن موضوع مهم قوي, وهو موضوع دي فاميلي. نفتكر مع بعض, احنا بدأنا الأول باستعراض بعض الصور عن الفاميلي ميد جليدر, أو خلينا نقول الأشخاص الأساسيين زي فاتا, موتا, زون, توشتا,
Tochter, Schwester, Bruder, كلمنا على Onkel und Tante. بعدين خدنا من الجسبريش وكلمنا على الفاميلينبتسيون، ده كان جزء مهم قوي في حلقة النهاردة اللي هو العلاقات الأسرية. وكلمنا على فاميلينشتانت والفاميلينشتانت الحالات الاجتماعية زي نقدر نوصفها. اتكلمنا كمان على الكيندر، ازاي اقدر ادي معلومات عن الاطفال او اسال عن الاطفال. وفي الاخر حاولنا نلم كل اللي احنا عملناه في تكست حد بيكلم فيه على زاينه فاميلي. اتمنى نكون استفدنا في حلقه النهارده. فيلين دانك او فيدا زين اند تشوس.